finde, wir haben eine gute Emotionalität gehabt, haben auch heute über 60 Minuten das konsequenter gespielt, als das gegen Spanien der Fall war, wo wir doch längere Schwächephasen drin hatten und auch zum Ende uns leider Gottes ein bisschen haben hängen lassen. Das macht Mut. Alle haben Bock nach wie vor. Das ist eine Europameisterschaft. Viele sind zum ersten Mal dabei, manche wie ich nach längerer Zeit wieder. Von daher freuen wir uns auf Sonntag. Jetzt so kurz nach dem Spiel halt schwer. Ich glaube, wir haben uns in manchen Teilen gesteigert im Vergleich zum Spanien-Spiel. Aber man hat dann halt doch irgendwann gemerkt, dass wir einfach nicht die Automatismen, um dann halt in der Crunch-Time vielleicht so eine große Mannschaft auch zu bezwingen, nicht haben. Aber ich glaube, trotzdem können wir positiv aus dem Spiel rausgehen, weil wir alles reingeworfen haben. Wir haben versucht, mit Mut zu spielen, haben mit viel Emotion versucht zu spielen. Aber Norwegen war halt in den entscheidenden Momenten ein Ticken abgezockter, ein Ticken erfahrener und dann auch verdient gewonnen. Also ich glaube, wir dürfen viel mitnehmen aus dem Spiel und auch mutig in die nächsten Spiele blicken, dass wir weil wir nicht aufgesteckt haben. Wir haben gekämpft, wir sind immer wieder in die 1-1, auch wenn es nicht immer erfolgreich war, aber wir haben nicht aufgesteckt, wir haben den Schwanz nicht eingekniffen, sondern wir haben es immer weiter versucht und im Rahmen der Möglichkeiten heute. Ja, voll motiviert, klar. Was sollen wir auch machen? Also ich meine, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wir hätten heute auf jeden Fall gewinnen müssen. Dann hätten wir es uns auf jeden Fall deutlich einfacher machen können. Jetzt muss man natürlich hoffen und bangen, aber wir wissen auch um die Tabellensituation. Und von daher muss man einfach alles in die letzten zwei Spiele reinlegen.